Ich will Ihnen mal was sagen. Man kann ja glauben, dass man mit deutschem Steuergeld den Klimawandel verhindert. Ja, das tun Sie. Ja, wir glauben nicht, dass deutsches Steuergeld den Klimawandel verhindert, stoppt oder sonst irgendwie beeinflusst. Aber Sie glauben das ja. Aber wenn man das macht und wenn man das glaubt, dann kann man doch nicht hingehen und so viel Geld sinnlos verbrennen. Die CO2-Vermeidungskosten von Elektromobilität pro Tonne CO2 liegen, das sagt die Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, bei 800 bis 1000 Euro pro Tonne CO2. 800 bis 1000 Euro. Im europäischen Emissionshandel liegen wir bei ungefähr 80, 90 Euro pro Tonne. Das heißt, Sie kaufen die Tonne CO2-Vermeidung 10-mal so teuer ein, wie sie eigentlich sein müsste. Dafür können Sie das CO2 aus den Kohlekraftwerken locker abscheiden, und zwar 10-mal so viel. Da liegen wir bei 65 Euro pro Tonne CO2. Sie machen das Dümmste, was man mit deutschem Steuergeld machen kann. Sie wollen die Förderung von Elektromobilität.